Willkommen bei Yvonne Hutti Maus raus. Und diesmal geht es wieder mit dem Handy ab. Ich mache ganz selten Videos noch mit dem Handy. Das liegt einfach daran, dass, ja, wie soll ich das sagen, die Bildqualität in meinen Videos mit einem Handy gedreht ist, sind deutlich besser als mit meinem Tablet. Und wenn ich sowas Wichtiges wie eine Sammlung zeigen will, dann will ich euch das auch so zeigen, wie es tatsächlich ist und nicht, ich sag mal, in einer schlechteren Qualität. Und aber meine Wohnung ist wie mein Kanal, es ist ein Mixkanal und auch eine Mixsammlung. Also ich kann ihn nicht anders beurteilen. Ich habe, wie ich so das Video gemacht habe, habe ich überlegt, okay, die erwarten wahrscheinlich alle, dass meine ganze Bude voller Disney vollgestellt ist. Alleine, weil du das ja hier schon im Hintergrund die ganzen Mäuse siehst, das ist tatsächlich nicht so. Kann ich direkt dazu sagen, ich habe von ganz vielen verschiedenen Firmensachen, von My Little Mini World, ich habe von Action-Produkte, ich habe von Disneyland Paris, ich habe von Disney Store-Artikel und so weiter. Also ich habe sogar aus dem Dänemark-Shop, aus Dänemark habe ich Dekoration. Es ist eben wie mein Kanal, es ist ein Mixkanal und immer wenn ich was Gemixtes zeige, verliere ich Abonnenten auf diesem Kanal. Ist einfach so. Das ist das Leben irgendwie. Das ist so real life. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefällt. Ich lasse Spielereien raus, von wegen mit Musik, Untertitel und alles so weiter. Ihr sollt ja einfach nur einen kleinen Eindruck davon kriegen, wie sieht meine Wohnung aus, was habe ich hier stehen. Und wir fangen auch direkt hiermit an. Den Rest schneide ich euch zusammen. Also nicht, dass ihr euch wundert und natürlich wackelige Hand oder sonst was sind im Begriffen. Ich würde sagen, wir starten direkt, dafür stehe ich einmal auf. Und dann haben wir hier oben, ah, das ist eine Girlande vom Primark tatsächlich. Ich halte sie mal kurz so rein, dass es mit so kleinen Mickey-Maus-Köpfchen und die geht hier entlang bis nach da hinten. Ja, und da sind dann auch noch Mickey-Maus-Kugeln dran. Das sieht man in den Videos, glaube ich, gar nicht so. Aber das ist hier richtig mit diesen kleinen Kugeln von dem Adventskalender, was ich euch mal gezeigt habe. Dann haben wir hier, ich muss mal kurz gucken, die Kantenhocker, auch wieder vom Primark. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Und auch vom Primark, ich muss die mal kurz zur Seite machen, das Ho-Ho-Ho-Schild. Ja, und das ganz hinten ist eine Spieluhr. Die werde ich jetzt mal nicht aufziehen. Die ist aus dem Disney Store. Ja, und das sind auf jeden Fall schon mal die Sachen, die ich hier stehen habe an weihnachtlicher Dekoration. Den Rest zeige ich euch dann in meiner Wohnung. Ich hoffe, es macht euch Spaß, dieses Video. In diesem Sinne, alles Liebe. Ciao, ciao. Okay, hier seht ihr einmal, das ist eine Ecke und zwar ist die von Action. Beziehungsweise auch vom Weihnachtsmarkt gekaufte Sachen, wie zum Beispiel dieses Baumhaus hier vorne, das ist vom Weihnachtsmarkt. Oder hier unten, da gibt es ja mal so einen Stand, so ein dekorativer Stand mit einem Weihnachtsdörfchen. Das auch, ich habe extra die Musik ausgelassen, weil ich Angst habe, dass die mir aus Lizenzgründen da irgendwie an die Karre gehen. Aber normalerweise dreht sich das hier ist beleuchtet, dann läuft hier Musik. Hier vorne die Eisenbahn dreht sich, das ist beleuchtet. Und ich warte auch tatsächlich im Moment noch auf drei Häuser, die ich bestellt habe bei einer anderen Firma. Die sind aber noch in der Lieferung und deswegen kann ich sie euch hier nicht zeigen. Und ich hoffe einfach mal, es gefallen euch die Sachen. Und das hier ist zum Beispiel ein Weihnachtsbaum, der stammt mal von Weltbild Verlag, habe ich den mal gekauft. Da hatte ich so ein Weihnachtsdorf gekauft. Das ist inzwischen alles kaputt, aber diese Häuschen, diese Weihnachtsbäumchen sind noch übrig. Und deswegen finde ich das richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir mal zu etwas Disney-mäßigen. Ihr merkt, meine Wohnung ist nicht tatsächlich nur Disney, aber ich erkläre euch ein bisschen die Sachen, die da draufstehen. Ihr kennt das, das ist einmal der Wichtel von Sansi, der gehört jetzt natürlich nicht dazu. Dann habe ich natürlich aus dem Disneyland Paris jede Menge Figürchen hier vorne stehen, also Ornamente. Das ist zum Beispiel die Tinkerbell am Eiffelturm. Dann haben wir hier so ein, ich sag mal, Karussell mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingern.
Mickey, Goofy und so weiter oder hier am Weihnachtsbaum. Das kann man alles vor Ort sich mitbringen lassen von Leuten aus den Gruppen. Was letztes Jahr total den Hype ausgelöst hat, ist dieses hier, und zwar sind das diese Lebkuchenmännchen. Ich zeige euch gleich, was genau ein Hype ausgelöst hat. Und den kann man eben von zwei Seiten hinstellen, einmal so und einmal so. Ich habe es grundsätzlich immer so stehen, aber ich habe es jetzt für das Video hier so hingestellt. Dann habe ich hier einmal letztes Jahr bei der Seite Mickey und Co., so nennt sich das, könnt ihr einfach bei Google eingeben. Ich kann es aber auch in die Infobox verlinken. Das ist einmal Mickey Maus, einmal Minnie Maus als Nussknacker. Das funktioniert natürlich nicht richtig. Kostet pro Stück ungefähr 35 Euro. Total sweet. Dann haben wir hier einmal, das ist aus dem Disneyland Paris, und zwar ist das so ein Auto, ich stelle es mal so hin, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und das kostete 50 Euro. Da hatte ich jetzt auch keine Rabatte, habe mir das mitbringen lassen. Dann zahlt man noch ein bisschen Versand und so. War nicht schlimm, ich finde es total mega. Dann haben wir hier einmal auch aus dem Disneyland Paris. Die Kerze kann man auch anmachen. Also viele Sachen haben eben auch eine Funktion im Disneyland, beziehungsweise bei den Ornamenten. Und deswegen sage ich ja immer, ihr seht nur immer einen Bruchteil von dem, was ich tatsächlich habe. Und hier kommen wir zu dem Mega-Hype von letztem Jahr, und zwar dieser Countdown. Den gab es im deutschen Disney Store meines Erachtens so gut wie gar nicht zu kaufen. Und wenn, dann war ja nur eine Sekunde da. Ich habe ihn nicht gesehen. Und zwar, wie gesagt, ich musste mir den tatsächlich aus dem Ausland besorgen. Das ist der absolute Megahammer. Ich mache selten Auslandseinkäufe. Hier blieb nichts anderes übrig. Und der ist so zuckersüß. Und das ist tatsächlich einer meiner Highlights in meiner weihnachtlichen Sammlung. Dann wieder ein Stück aus Disneyland Paris. Ihr merkt, das ist bei mir tatsächlich nicht Primark-lastig, sondern eher Disneyland Paris-lastig. Auch mega Stück, 50 Euro. Originalverpackung habe ich unten, damit einfach hier auch diese ganzen Kleinteile, wie so eine Nase, bricht sehr schnell ab. So ganz, ganz kleine Sachen. Und deswegen behalte ich immer die Originalverpackung so, dass ich die im Keller legen kann. Das habe ich letztes Jahr im Disneyland mir mitbringen lassen. Dieses Jahr habe ich tatsächlich gar nichts mitbringen lassen. Und das ist mit so einem LED-Farbwechsler. Ich befürchte, die Batterie ist leer, man sieht es nicht mehr. Da habe ich den erst letztes Jahr gekauft. Mega süß. Hier ist nochmal die Kerze, auch wieder nur halb abgebrannt. Aber wie gesagt, es kommt mir auch eher auf die Optik an und nicht auf den Inhalt. Und das ist auch von letztem Jahr. Und ich habe immer ein bisschen Pech, dass ich das dann kurz vor Weihnachten irgendwie krank werde, dass ich ein bisschen zeitlich hinterherhinke. Das sind die Produkte auf dieser Vitrine. Nur, dass ihr da schon mal einen Überblick habt. Und hier kommen wir jetzt zu dem Thema Lego. Und ihr wisst, dass ich eigentlich so ein kleines Problem auch mit Lego habe, weil ich einfach auch da zu viel Geld für ausgebe. Das ist zum Beispiel das Set, glaube ich, von letztem Jahr. Feuerwache? Nee, letztes. Ich habe es letztes Jahr gekauft, aber es war nicht das Set von letztem Jahr. Das hier ist von diesem Jahr. Das war ein Special-Set zum VIP-Wochenende. Dann haben wir hier. Seht ihr? So, der Weihnachtsmann ist da drauf. Ich mag das einfach. Ich mag das. Das wird dann später unten beim Weihnachtsbaum auch teilweise aufgebaut. Ich zeige euch das gleich auch. Also nicht den aufgebauten Weihnachtsbaum. Der kommt erst nächste Woche bei uns dran. Das werde ich dann bei Instagram wahrscheinlich machen. Hier reden wir von einem Set, was tatsächlich so ein klein bisschen, ich sag mal, seltener ist. Das ist die alte, ich glaube, der alte Weihnachtsspielzeugladen, genau so heißt der. Den habe ich auch noch. Der ist auch vollständig. Und jetzt kommen wir zum Megaset, und da merkt ihr es schon wieder, da sind wir wieder beim Thema Disney. Und zwar ist das tatsächlich diese Station, die es im Disneyland ganz, ganz vorne, wenn man hier reinkommt, ist. Und das ist in der Weihnachtszug. Warum liegt das jetzt hier, ich sag mal, so geknüngelt? Weil dieser Zug tatsächlich, dieser Disney-Zug fährt jedes Jahr um den Weihnachtsbaum herum. Das ist für mich immer das absolute Mega-Highlight. Und deswegen ist das jetzt, weil wir ja gerade alles so ein bisschen verschoben haben, ist das jetzt so ein bisschen geknüngelt, und das wird dann dieser Tage mit unserem Weihnachtsbaum aufgebaut. Und ich finde das richtig, richtig cool. Also ich kann diese Weihnachtshäuser total gut leihen.
Und das Geile ist ja, dass hier sogar ein Ninjago oben drauf ist. Ne? Bei uns ist sogar ein Ninjago drauf gebaut. Das zeigt aber auch, für mich ist das nicht nur Sammlerstück, sondern wenn mein Sohn, ich sag mal, damit spielen will, dann darf er das auch. Dann kommen wir hier zu etwas Besonderem, was ich selten mache. Und zwar nennt sich das Basteln. Ich bastel selten, selten. Und zwar ist das hier von verschiedenen Ledern. Das hier stammt zum Beispiel aus dem Disneyland Paris. Das ist also kein Primark-Produkt. Wobei das hier, dieser Mickey-Maus-Kopf, der ist damals vom Primark ein Ornament gewesen. Und das hängt bei mir im Flur auf. Ich finde sowas richtig, richtig süß. Einfach so als kleines Highlight. Mein Mann flucht immer, weil er sich an sowas auch den Kopf stößt und so. Ich finde es aber richtig niedlich und ich mag sowas und deswegen hängt das hier auch so rum. Leute, bei mir gibt es natürlich nicht nur Mickey Mäuschen, sondern es ist hier eine Weihnachtskrippe, tatsächlich total klassisch, aber handmade. Und zwar kenne ich eine junge Dame, die hat eine Seite bei Facebook, die heißt My Little Mini World, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Und die macht so Krippen tatsächlich selber. Die sind immer begrenzt. Die gibt es, sie gibt dann irgendwie den Startschuss. Ich habe Krippen gemacht diesen Monat. Ich weiß nicht, wie viele sie macht. Vielleicht 50 oder 100. Das ist alles handmade gemacht. Und die kostete diesen Monat 70 Euro. Ich habe es extra nochmal geschaut. Und dann habt ihr aber nur die Figürchen. Also es ist nicht unbedingt, ich sag mal, ein Preisschnapper, aber die Dinger, die sind so hübsch hier. Das sind so richtig kleine Figürchen, nicht aus Fimo. Das ist so ein Spezialmaterial, was dann per Luft trocknet. Und ich mag es einfach. Oder guckt euch mal bitte diese Frau an. Und die hat einen ganz besonderen Stellenwert, weil sie eben einmalig ist und unbezahlbar für mich. Und das hier drumherum, die Palmen und das Häuschen mit dem Untergestell, das habe ich mir von ihr auch machen lassen. Also ich finde sowas richtig, richtig schön. Es ist mega zum Anschauen. Ich finde das richtig super. Kann ich nicht anders sagen. Und ich habe immer wieder, gebe ich auch andere Sachen bei ihr in Produktion, wenn ich was brauche, für einen Geburtstag, für eine Hochzeit, für ich weiß nicht, was ich da alles erzählen soll. Die macht wirklich fantastische Sachen und ich glaube, sie hat auch eine Webseite im Internet, auch mit My Little Mini World. Ich verlinke euch das alles. Das ist auf jeden Fall einer der Sachen in meiner Sammlung. Hier zeige ich euch mein Highlight wirklich von meiner Sammlung und zwar ist das eine Keksdose. Und ihr denkt so, okay, was ist da drin besonders? Ja, für diese Keksdose habe ich es mir angewöhnt, um 4:30 Uhr aufzustehen. Das lag daran, dass Disney Store letztes Jahr immer um 4:30 Uhr aufgeführt hat und nicht um 8 oder 9 Uhr. Und jedes Mal, wenn man online ging, war die im Prinzip um 8 Uhr ausverkauft. Also habe ich es mir dann wirklich angewöhnt, um 4:30 Uhr aufzustehen, habe 2 Tage hintereinander Glück gehabt, habe die mir zweimal gekauft, weil ich gedacht habe, wenn eine durch den Versand kaputt geht, wäre es schon echt schade, weil man ist wirklich, ich habe Wochen gebraucht, um die hier zu kriegen. Und ihr seht das, diese schöne Mickey Maus, Minnie Maus Design. Nur, was war, es kam hier an und tatsächlich war dann eine Keksdose kaputt. Und ich finde es eigentlich ganz süß, da sind jetzt Kekse drin, deswegen mache ich es nicht auf. Aber es ist eine sehr, sehr niedliche Geschichte, wie ich finde. Und es ist einer meiner wirklichen Highlights. Und deswegen wollte ich euch das nochmal zeigen. Im Ganzen war es das jetzt auch mit meinem Video. Ich kann dazu sagen, es ist für mich eine normale Weihnachtsdekoration. Ich finde sie nicht extrem lastig, von wegen, das ist zu sehr Disney oder so. Das Schild hatten wir ja auch schon mal in dem Video. Das kann man dann anmachen. Das gab es im Disney Store zu kaufen. Gibt es jetzt, glaube ich, auch noch im Moment im Sale-Preis für 17 Euro irgendetwas. 17,50 € halber Preis mit dem Disney-Schloss. Das habe ich euch ja damals auch erzählt. Sowas mag ich eben auch sehr gerne. Also so, ich sag mal, kleine Highlights in meiner Sammlung. Ja, und das war's. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Und ich würde mir wünschen, dass wenn man das eine Thema nicht mag, vielleicht einfach ins nächste Video schaltet, wenn wieder euer Thema dabei ist. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.